Dachgeschichten, die Dachformen im Hausbau. Das Dach ist nicht einfach nur der Deckel auf deinem Haus, es ist vielmehr sein Hut. Und wie ein Hut seinen Besitzer nicht nur behütet, sondern ihm auch Charakter und Stil verleiht, so ist auch das Dach die Krönung deines Hauses. Mutter und Urform des Daches ist natürlich das Satteldach, quasi die Pudelmütze unter den Dächern, passt immer und macht seinen Job unauffällig. Ein eleganter Klassiker ist das Walmdach. Da hat sich das Haus die Mütze über beide Ohren gezogen. Wohl behütet, auch mit zwei vollwertigen Geschossen. Zugespitzt wird aus dem Walmdach ein Zeltdach. Mehr Raum im Innern und mehr Stil nach außen schaffen diese kleinen Dachaufsätze, die Gauben, hier als Doppelgaube. Weniger Schrägen im Innern und klassische Schönheit nach außen zeichnen das Krüppelwalmdach aus. Das Mansardendach, das Satteldach mit Knick, war zum Anfang des 20. Jahrhunderts sehr beliebt. Unkompliziert, modern und Understatement pur, das Flachdach. Ausgefallener wird es, wenn man das flache Dach zum Pultdach hochstellt. Oder ganz avantgardistisch zum versetzten Pultdach. Wer es lieber rund mag, findet vielleicht am Tonnendach gefallen. Es gibt so viele Möglichkeiten, deinem Traumhaus die Krone aufzusetzen. Doch denk daran, für den Hut deines Hauses gibt es oft eine enge Kleiderordnung. Also schau in den Bebauungsplan für dein Grundstück, bevor du dich für ein Traumdach entscheidest. Vom Dach bis zum Keller, der passende Partner für dein Traumhaus ist Fingerhaus. Fingerhaus, ein Qualitätsbegriff.